Also nach 350 Jahren ist immer noch eine Biosignatur von einem Wein dabei. Man hatte ernsthaft das Gefühl, hier ist ein Rotwein aufgemacht worden. Wir haben in einem alten Holzschiff gefunden, von dem nur noch Teile übrig waren. I know thousands of people around the world would appreciate to be here tonight. Wir haben einen unglaublichen Abend gestern erlebt. Diese Hochachtung, dass wir in die Zeitkiste gegriffen haben und aus einer Zeit eine Flasche Wein in das Hier und Jetzt gezogen haben. Wir haben die chemische Signatur eigentlich verglichen von der Flüssigkeit, die in der Weinflasche war, mit Weine, die sehr aktuell sind. Und das ist eindeutig ein Wein-Footprint, Fingerabdruck, den wir da gesehen haben. Dann war die große Frage, kriegen wir den Korken raus? Also für einen Wissenschaftler ist es ein historischer Moment, weil es ein Endpunkt ist von vielen Messungen, die wir gemacht haben in der Weinalterung. Und dann waren wir plötzlich durch und dann hörtest du dieses langsame Pfeifen des Luftentwicklers. Und in dem Moment hat man dieses kleine Loch, das schon drin war, nutzen können, um die erste Probe zu machen. Dann hatten wir plötzlich Aromen im Glas. Hat so ein bisschen nach faule Eier gerochen, natürlich. H2S, sehr schwefelig das Ganze. Aber auch eine gewisse Säure. Auch schon im Duft, im Aroma. Schmeckt, ja, jetzt bin ich gespannt, im Wesentlichen nach Meerwasser, mit einer kleinen Note von Schellfisch, einem Hauch von Südseekrabbe und im Abgang Seepferd. Es sind sehr schöne alte Weinflaschen, die vermutlich so von 1660 bis 1700 datieren. Und wenn man eine große Weinsammlung hat und da dann die älteste Flasche geschlossenen Rotwein dazufügen darf, ist es schon eine schöne Sache.